Hallo und herzlich willkommen zurück in Adania. Ich habe eine Fackel in der Hand, ein bisschen Klopapier im Inventar, jede Menge Smaragde. Das heißt so viel wie, heute schauen wir uns ein neues Grundstück an. Diesmal starte ich jetzt nicht von der Portalstatue, wie für gewöhnlich, sondern diesmal von zu Hause aus. Denn wir haben ja jetzt hier vorne ein kleines Portalchen, wir kommen also darüber. Und eins wollte ich aber vorher noch testen, bevor wir jetzt wirklich dann lostigern. Hier vorne dieses nette Portal. Klappt das auch bei Mobs? Denn ich habe hier vorne so ein paar Kameraden, die ich jetzt gerne mal hallo, hier rüber locken würde. Vielleicht kriegen wir die ja hinten in den Portalraum da gelockt. Schauen wir mal. Na, kommt mal her. So, hier zu mir. Scheint nicht zu klappen. Okay, gut. Haben wir getestet. Gut. So, also ich würde sagen, wir starten jetzt mal die... War hier gerade was? Habe ich gerade was gehört? Mein Gott, sind hier viele Viecher. Ich glaube nicht. Ich habe... Na, nee, alles klar. So, starten wir die Zufallsmaschine und schauen mal, wo es heute denn hingeht. Na, dazu gehen wir hier hin. Unter freihack.de/Zufallsmaschine könnt ihr das Ding auch benutzen. Hier habe ich jetzt alle Portale drin, die noch nicht besucht wurden. Und starten wir mal die Zufallsmaschine. Portal 79. Dass das hier so ruckelt, ja, das liegt daran, wenn ich Minecraft klein mache. Ich habe es momentan als Vollbildanwendung und habe es jetzt minimiert und dann ruckelt das so arg. Nun gut, so ist es halt. Gehen wir wieder zurück. Wahrscheinlich muss ich es dann doch wieder als Fensteranwendung laufen lassen. Naja gut, dieses Ruckeln ist auf jeden Fall irgendwie nicht zu erklären. Keine Ahnung, wieso das dann plötzlich so ruckelt. Das ist sehr merkwürdig. Okay, Portal 79. Das finden wir sogar ziemlich gut. So, denn hier sind wir jetzt im Portal 68. 79, hier in die Richtung. War das hier so? Das sieht alles ganz gut aus. 77, 79, hier. Matthias 700. Portal 79. Geh mal durch. Oh. Okay. Nicht schlecht. Also der erste Eindruck ist erstmal, wow, ne? Ziemlich aufgeräumt, ein bisschen Marmor. Das Ding sieht auch nicht schlecht aus. Oh, da ein Diamantblock. Da hat's jemand. Das ist auch ganz nice gemacht hier, ne? Die Lampen da drunter. Gar nicht schlecht. Eine gemütliche Ecke zum Hinsetzen. Ich glaube, hinsetzen kann ich mich mit den Fackeln in der Hand nicht. Ich lasse sie aber jetzt mal in der Hand nicht, dass ich sie später vergesse, wenn es dunkel wird. Ach, gehen wir mal den richtigen Weg entlang. Ah, hier oben, das ist das Portal. Das ist, okay. Wenn man es weiß. Ja, ich schätze mal, gucken wir mal den Klopapier-Grundstücksprüfer. Wir sind hier bei Schnecke 555. Hä? Eben stand irgendwas von Matthias. Ist das hier auch so überall so? Das ist halt Schnecke 555. Nun gut. Aber da steht irgendwie kein Name dran. Weiß man nicht, wer das ist. Sind da wahrscheinlich die Besitzer. Der eine ist vielleicht Matthias, der andere... Oder die andere Schnecke. Ja, du? Schweinchen? Ja, dem geht's hier gut, ne? Du hast viel Auslauf. Macht einen ordentlichen, soliden Eindruck, ne? Die Fenster, klar, hier in dem Texture Pack. muss man jetzt einfach mal sagen, hier in dem Texture Pack ist es wie zerbrochenes und zugenageltes Glas. Das ist in dem Vanilla Default Texture Pack natürlich nicht so. Und da sieht's auch ganz anders aus. Wahrscheinlich auch wesentlich besser. Das hier sieht so aus wie eine Ruine, eine große Ruine.
Ja, es ist halt aber einfach dem Texture-Pack geschuldet. Oh, nö, hier geht's nicht rein? Das ist ja ein Ding, ne? Hier dürfen wir nicht rein. Da kann man noch mal hoch. Aber wirklich so eine interessante Kombination von diesen Blöcken hier, ne? Einfach ganz viele von diesen Kürbissen drunter. Sieht ja farblich gar nicht so schlecht aus, ne? Aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen freaky. Und das hier hinten ist auch wieder Adania Road. Vermute ich mal. Ja, ah, da. Ach, die Bahn ist das. Ah, hier geht's rein. Check, check. Schnecke. Oh, da haben wir ein paar Villager. Und wenn wir mal ins Inventar gucken. Jede Menge Smaragde. Wo geht's denn hier rein? Was? Moment, was? Da ist so ein Feuerblock drunter, ja? Oh, das ist ja fies. Ja auch? Nee. Das ist ja fies. Mann! Oh, jetzt. Ich glaube, hier geht's nicht rein, ne? Hier ist einfach zu. Hier wurde mit Hölzchen zugebaut, dass da keiner reingehen kann. Ich vermute fast, hier sind Besucher nicht so gern gesehen. Schade, schade. Kommen wir gar nicht an die Villager ran. Ja, das Zeug hier liegt überall, ne? Wie gemein. Aber ist eigentlich ganz schick gemacht, so. Ja. Oh. Also ich finde es von der Optik her, man kann es ja nicht so richtig gut sehen. Hier kommt man ja nirgendwo richtig drauf. Da geht's auch nicht. Dich kann man auch nicht benutzen als Leiter. Wow, was ist denn da hinten? Krass. Das wird aber auch wieder nächstes Grundstück sein. Ja, die Gegend hier ist wohl gut bebaut. Ja, hier kommen wir nirgendwo dran. Ja, so sieht man es nicht so gut, ne? Aber so ein bisschen erahnen kann man es hier, wenn man so viele Türen, ein paar Villager, wer weiß, was die noch alles verkaufen. Das werden wir wohl nicht herausfinden können. Da kommen wir jetzt dann auch einfach nicht rein. Aber das Haus sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Hier mit dieser Struktur und viele wechselnde Blöcke. Ach, es hat was. So, Schnecke, Schnecke, Schnecke. Okay. Was haben wir hier? Was Geheimes? Steht hier was dran? Nee. Nee, das muss man so machen. Ah, hier war mal zu, aber hier hat Schnecke vergessen, das Ding wieder zuzumachen. Können wir es ausnutzen? Das ist mit der Lampe. Ui, oh, jetzt sehen wir hier. Die geheimen Machenschaften. Hölzer und Gartenzubehör. Steine aller Art. Boah, was für ein Lager, ne? Hier müsste es doch... Ah, deswegen hat es eben auch oben so ein bisschen geruckelt, ne? Das kann gut sein hier. Boah, sind das viele Kisten. So viele Kürbisse. Pferdekrams, Rüstungen und... Ach Gottchen. Ist schon krass. Was haben wir denn hier drin? Wow. Und so viel Glowstone. Woher kommt das ganze Glowstone? Aha. Krass. Also ich glaube, Dias sind hier auch nicht das Problem. Da sind wohl auch genug vorhanden. Eine extra Kiste für Diablöcke. Krass. Also das hier ist wohl das Lager für die feinen Sachen. Na gut.
zu, als wären wir nie da gewesen. Ja auch, zu, zu. Ja. Also ich halte jetzt Ausschau nach irgendwas Außergewöhnlicherem. Ja, wie das hier zum Beispiel. Ne? Was noch? Oh, krass. Ja, stimmt, das sind die neuen, neuen Bilder hier in diesem Texture Pack. Finde ich übrigens sehr schick, dieses Bild hier. Was haben wir hier? Oh, habe ich auch noch nicht gesehen. Schön. Elytra. Oh, fein. Ja, also hier sind die Öfen. Auch interessant angebracht. Einfach mittig, noch ein bisschen Feuer in der Mitte gemacht und die ganzen Öfen noch angepappt. Hm, warum nicht, ne? Boah. Also auf jeden Fall ist hier das alles hier für Großprojekte angelegt. Wahnsinn, wer braucht denn so viele Kisten, ne? Wertvolles Zubehör. Das ist natürlich in den Kisten hier. Schnecke ist Gold. Schnecke ist Diamanten. In all den Kisten hier. Okay, dann haben wir hier einen Lift ab. Oh! Und wir sind im Haus. Da hat das ja nicht viel gebracht, ne? Oh Mann. Okay, da haben wir uns also reingefuscht. Ja, so. Wie sieht's hier aus? Lift, da ging es mit dem Lift dann hoch. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen was. Ich meine, wir haben das ja jetzt alles schon von außen gesehen. Aha. Was hört man hier für ein Kram? Sind die Viecher alle da oben? Ich nehme mal das Schwert in die Hand. Oh, auf jeden Fall mal viel Platz hier, ne? Wirklich viel Platz. Die Stäbe hier als Tischbeine zu verwenden, das ist auch gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. So sehen die Tische recht modern aus und das Ganze leuchtet noch ein bisschen. Na, gehen wir mal nach oben. Ui. Hm, oh. Schicker Teppich. Oh, natürlich, klar. So. Was soll das? Und in der Mitte ein Stäbchen? Wird das hier ausgestellt? Das ist ein ganz besonderes Stäbchen. What? Das ist unglücklich. Ja, naja, gut, okay. Der Phallusraum. Was ist denn hier? Da geht's runter ein bisschen. Naja. So. Oh, das sieht aber schick aus, ne? Schön modern hier, vor allem die Lampen hier, ne? So auf in der Art. Das ist so richtig modern hier oben. Schönes Bildchen. Die Aussicht ist okay. Schön aufs Dorf da hinten. Aber diese großen Fenster ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Textur natürlich, klar, ne? Für die Fenster, das ist sehr unglücklich. Das macht, muss ich ehrlich sagen, jetzt gerade immens viel kaputt von der Stimmung. Es sieht alles so modern, so schnieke aus und dann sieht man diese Fenster so zugenagelt. Als ob man sich hier vor der Zombie-Apokalypse in Schutz bringen wollte. Naja. Da können die aber nichts für. Das liegt am Texture Pack. Gehen wir mal weiter hoch. Hier ist noch größtenteils leer. Der Green Room. Das ist einer von diesen Spezialköpfen, ne? Hier geht's nicht raus, ne? Ist alles zu. Abgefahren. Aber ich glaube, das ist alles so grundsätzlich eher so ein etwas modernerer Stil hier. Aha. Loch im Boden. Nochmal so ein Hündchen. Ah, da geht's nochmal hoch. Ah, ist schon ein Riesengebäude.
Und da geht's runter. Hier hinten ist nicht mehr viel. Oh, das hier. Also manche Strukturen sind mir auch ein bisschen zu modern. Das hier zum Beispiel. Da weiß ich jetzt gar nicht, was das wirklich sein soll. Keine Ahnung. Es ist jetzt einfach nur so ein bisschen dekorativ. Oder soll es was darstellen? Ich weiß es nicht. Betten? Wie so eine Jugendherberge. Die pennen sie alle. Die Kids. Im großen Raum. Hier haben sie ein bisschen rumgemalt. Viele Türen hier so dran. Das ist schon ein abgefahrenes Haus. So, und jetzt hier oben. Ui, ach, ich bin echt überrascht. Ich dachte, hier oben ist jetzt alles total kahl. Ah, nehmen wir mit. Wow. Hier geht's sogar richtig raus. Okay. Hier sehen wir auf die Aderbahn. Krass. Ein paar Rüstungen. Ja. Schön eingefärbt. Hier auch etwas Wertvolleres. Hier geht's runter. Okay, also wenn man so die Löcher hier noch so sieht, könnte man wirklich meinen, das ist echt ein bisschen so eine verlassene Ruine. Das passt zu diesem zugenagelten Glas. Diese Bruchlöcher hier. Okay, und was ist jetzt das hier? Das ist einfach ein Feuer in der Mitte? Oh, die Bilder sind schön. Sehr schön. Tja, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt finde. Es ist vielleicht einfach nicht mein Geschmack, ne? Das wirkt ein bisschen modern und ich denke, mit diesem Texture Pack und vor allem diesem Glas, ne, das haut es irgendwie kaputt. Das ist schlimm. Ich mach's mal zu, falls ich doch einen anderen Weg runter finde. Hier kann man drauf. Ne, kann ich die nutzen? Ja, kann ich mal nutzen. Boah. Also das hier ist super, um mal ein paar Ambosse zu benutzen, abzugreifen. Ne, und das wird nie jemandem auffallen. Also das da hinten ist die offizielle Straße, hinten ein anderes Grundstück. Hier vorne. Laufen wir mal hin. So, hier ist nicht mehr viel. Da vorne geht's noch. Auch so eine Straße darunter. Da könnten wir nochmal herlaufen. Glaube ich, das ist gar nicht verkehrt. Hier ist sowieso der Starterpark. Ich glaube, rüber kommen wir da auch, ne? War das nicht so? Oder müssen wir hier außen rumlaufen? Ich kann es gerade nicht so genau. Ja. Ja, so müsste das eigentlich gehen, ne? Ja, und da sind wir hier. War hier auch eine Tür? Ich glaube nicht. Ne, da war keine. Also sind wir auch inoffiziell. Ah, okay, mal was essen. Da hinten sehe ich noch ein bisschen was gebaut. Das ist eine große Mauer. Aber ich befürchte, oder ich vermute, dass da auch schon andere Grundstücke anfangen. Ja, da hinten zum Beispiel. Diese Mauer hier. Ja, wir laufen auf jeden Fall die Straße hier vorne nochmal runter. Hier vorne die. Da gucken wir nochmal. Vielleicht finden wir noch irgendwas. So, hier waren die Villager. Hätte ich jetzt eine Elytra dabei, könnte ich da reinfliegen. Vielleicht sollte ich die mit in mein Standardrepertoire nehmen. Wenn ich hier als Jäger des verlorenen Grundstücks unterwegs bin. Ja, das ist eine Überlegung wert. Hier runterspringen macht keinen Sinn. Tut wahrscheinlich weh. Wie sieht es hier vorne aus? Tut auch weh. Ein angrenzendes Gewässer sehe ich jetzt hier nicht. Muss ich wieder runterlaufen. Wie schaut's hier aus? Viel Wald, kein Wasser. Da vorne ist ein Baum, vielleicht kann ich den nutzen. Gibt aber trotzdem ordentlich Schaden, oder?
Nö, ach Gott, das ging ja. Easy. Ja, wunderbar. Ich glaube, da hätte ich auch auf deiner Seite runterspringen können. Naja, naja. Ein kleines Gewitter zieht auf. So, hier vorne schaffe ich nicht. Geht's. Oh. Lavabecken ist eingezäunt. Oh, safety first. Sehr gut. Was? Kann es sein, dass hier wirklich mit diesen Kürbissen alles aufgefüllt wird? Ja, hier sieht man es auch, ne? Die werden für alles benutzt, die Dinger. Eine nachwachsende Ressource halt. So, gucken wir mal hier nochmal. Schnecke, ja, alles gut. Da vorne ist noch was gebaut, Kühe. Und das hier ist auch noch alles Schnecke. Und das da hinten ist jetzt auch noch Schnecke? Oh Gott, hier geht's ja richtig weiter. Ja, Schnecke. Ui, Pilzkühe. Hier ist alles kreuz und quer, aber richtig schön, ne? Hier, was die für einen tollen Platz haben. Über den Baustil, ja, da lässt sich ja immer streiten, ne, bei Minecraft. Aber was ich als positiv jetzt irgendwie so betrachte, ist, es ist doch irgendwie schön bunt. Da ist nicht nur einfach ein Klotz verwendet worden oder nur Kobbel, sondern hier ist richtig kreativ einfach mal, ja, drauf gestapelt worden. ich finde das gut. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Zum Angelverein Fröhlicher Fisch. Ähä. Hier ist der Angelverein. Ach, ich geh mal hinten her. Da geht es ja auch nochmal hoch. Meine Güte. Das hätte mal ausgeschildert sein müssen. Dass man hier zuerst hingeht. Was ist denn hier? Ach, da ist ein Tor. Da gehen wir jetzt nicht rein. Doch, da gehen wir kurz rein. Ja. So. So. Oh, ist das gemütlich, ne? Wie süß. Und hier können sie sich unterstellen. Haben auch wieder Lampen. So, was haben wir hier? Klick. Klick. Ach, ist das. So, Matti. Hier sitzt Matti. Und Schnecke. Die zwei. Euer Häuschen hier, ja? Euer privates, kleines Landhäuschen. Oder nee, es ist dieser Angelclub. Wahrscheinlich der Angelclub. Ui, schön. Krass. Und hier kann man sich hinsetzen und angeln. Ja, natürlich ohne Fackeln lernt. Oh ja, das ist ja nice. Das ist total gemütlich. Mit Dach drüber. Wow. Schön. Gehen wir ein bisschen schwimmen im Eiswasser. Gehört auch noch alles dazu. Okay. Ein grünes, großes Kreuz. Ich glaube, das hier ist auch noch nicht fertig, aber die Dimension, ne? Oh, okay, das ist kein richtiges Loch. Oh, Gott sei Dank. Nehmen wir mit. Und hier hinter ist nichts. Aber schönes Gebäude. Auch das Dach ist schön, ne? Von der Form. Bin mal gespannt, was hier wohl hin soll mit dem Kreuz. Klick, Schnecke. Gut. Wow. dieser Baustil. Und ein Kaninchen in der Ecke. Mit roten Augen. Ja, komm, nein, das ist gemein. Ja, dann sind wir wieder zurück. Dann würde ich sagen, für diese Folge war es das jetzt. Als Resümee, ich sag jetzt einfach mal so, in diesem Texture-Pack hier gefällt mir das alles Gebaute nicht so wirklich. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir gut. Das hier finde ich sehr schön angelegt eigentlich. Auch das Gebäude an sich finde ich gar nicht so schlecht hier mit diesen Fenstern. Das zerstört natürlich den Eindruck, ne? Ganz übel. Hier vorne der Garten ist ganz nett gemacht. Aber ansonsten der Baustil hier und die Materialwahl finde ich jetzt nicht so ideal und gefällt mir persönlich nicht wirklich gut.
Ah, das ist wie gesagt Geschmackssache und ich vermute Texture Pack. Naja, gut. Genug geredet, für heute war's das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.